Hochstand in Sachsen, die Gunst der AfD. Micha, mein Micha, und das tut furchtbar weh. Die Wahlumfragen zeigen es genau. Einst schwarzes Sachsen ist jetzt himmelblau. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Patrioten, liebe Dresdner, liebe Sachsen, liebe Gäste von nah und fern, es ist doch ein fantastisches Bild, wenn ich hier auf diesen Theaterplatz blicke, auf dem Theaterplatz zwischen der wunderschönen Hofkirche und der weltberühmten Semperoper. Ich heiße euch alle hier in Dresden herzlich willkommen. Und ich muss euch sagen, mir geht ein Herz auf, wenn ich die Deutschlandfahnen sehe. Und mir geht ein Herz auf, wenn ich nach oben blicke und wenn ich den blauen Himmel sehe. Und ich hoffe, der blaue Himmel ist ein Vorbote auf das Ergebnis der kommenden Landtagswahl hier in Sachsen. Ja, liebe Freunde, bevor ich mich vorstelle und bevor ich noch mal ein paar einleitende Worte finde, muss ich ganz kurz auf die Versammlungsauflagen eingehen, da ich ja auch der Versammlungsleiter dieser Veranstaltung bin. Während der Versammlung wird das Mitführen von Behältnissen wie Flaschen, Bechern, Krügen oder Dosen, die aus zerbrechlichem, splitterndem oder besonders hartem Material bestehen, ausgenommen davon die Verbringung handelsüblicher Getränkebehältnisse etc. zu den Cateringständen, sowie Waffen oder Gegenstände, die als Wurfgeschosse Verwendung finden können, beziehungsweise die ihrer Art nach zur Verletzung von Personen oder zur Beschädigung von Sachen geeignet und bestimmt sind, verboten. Des Weiteren wird das Mitführen von pyrotechnischen Erzeugnissen mit Ausnahme der Kategorie F1 nach § 3a Sprengstoffgesetz und der Einsatz starker Leuchtmittel verboten. Das ganz kurz zu den Versammlungsauflagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, mein Name ist André Wendt, ich bin der AfD-Kreisvorsitzende in Dresden. Ich bin zudem Mitglied des Sächsischen Landtages und ich bin auch der zweite Vizepräsident des Sächsischen Landtages. Aber als dieser Vizepräsident bin ich heute nicht hier. Ich spreche heute zu Ihnen als Vorsitzender des AfD-Kreisverbandes Dresden und als Mitglied des Landtages und als Mitorganisator dieser Veranstaltung. Liebe Freunde, wir haben uns hier zusammengefunden, um das Wahlkampffinale der AfD zu begehen. Wir wollen heute, am heutigen Abend, ein starkes Zeichen aussenden nach ganz Sachsen, aber auch nach ganz Deutschland, um zu zeigen, dass wir als AfD gekommen sind, um zu bleiben. Und wir haben definitiv einen Anspruch, einen großen Anspruch, den wir uns selbst formuliert haben. Wir haben einen Anspruch formuliert, der da heißt, wir wollen, nein, wir müssen regieren. Liebe Freunde, unser Deutschland, unser Sachsen wird zusehends an die Wand gefahren und das muss ein Ende haben. Und deshalb ist es wichtig, dass es die AfD gibt und deshalb ist es wichtig, dass die AfD am 1.9. mit beiden Stimmen gewählt wird, damit sich endlich in Sachsen respektive in Deutschland was ändert. Und wir haben uns auf diesen sogenannten Machtwechsel, ihr könnt es selbst lesen, vorbereitet, sowohl personell als auch inhaltlich. Wir sind vorbereitet auf die Machtübernahme in Sachsen. Und mit eurer Unterstützung werden wir es schaffen. Ganz den Wahlsieg vergessen, mein Michael. Dir glaubt doch kein Mensch bei dem, was war.